meine Bunnies. Meine Bunnies. Geht's euch gut? Mir geht's gut. Uns geht's allen gut. Wir machen heute ein Wünsch-dir-was-Rezept. Ich wurde angeschrieben so auf die Art, Annie, mach mal bitte irgendwas mit Palatschinken gefüllt süß gebacken. Ja, macht die Annie, natürlich. Für unsere gebackenen süßen Palatschinken brauchen wir Palatschinken. Ich habe sie schon fertig. Bitte fragt mich nicht nach den Rezeptangaben. Ich weiß es nicht. Das ist eigentlich das einzige Rezept, wo ich die Rezeptangaben nicht weiß. Ich wollte es aufschreiben, ich habe es auch gewogen, aber irgendwie war es dann zu dickflüssig, dann war es wieder zu flüssig, dann war es nicht, keine Ahnung. Also bitte nicht fragen. Was ich aber euch sagen kann, also was mir persönlich wichtig ist, ein Palatschinkenteig darf nicht nach Mehl schmecken. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Also auf jeden Fall nicht nach Mehl schmecken sollte dieser Teig. Ja, dann brauchen wir Bananen, Erdbeermarmelade, Sahne, Frischkäse, Vanillezucker und Ei. Das geht so nach dem Motto, alles was mein Kühlschrank hergibt. Ja, schmeckt aber saulecker. Und wir fangen auch gleich an. Als erstes nehmen wir uns die Palatschinke und bestreichen diese mit Frischkäse. Und jetzt kommt die Marmelade noch mit drauf. Und dann schneiden wir uns ein paar Stückchen von der Banane ab. So. Ihr müsst nicht ganz bis zum Ende gehen, denn wir klappen sie so, also wie ein Briefkuvert, einmal rum. Dann nochmal. Und zack. Ach so, ein Blech solltet ihr auch haben. Das habe ich mir schon eingefettet. Und natürlich den Ofen vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze, bitte. So. Und das machen wir jetzt mit all euren Palatschinken, die ihr habt. Also wenn ihr 300 Stück habt, dann braucht ihr viel Banane, viel Frischkäse und viel Marmelade. So, jetzt nehmen wir unsere Eier. Die tun wir uns etwas verquirlen. Und dann einmal Staubzucker. Vanillezucker. Eieiei. Dann Sahne. Und Frischkäse. Also für diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich bin auf Diät, ist dieses Rezept leider nicht geeignet. I'm sorry. Aber das schmeckt so lecker. So, wenn wir das Ganze verquirlt haben, dann kommt es über die Palatschinken. Ah, was ich noch sagen wollte, seht. Schaut bitte, wenn ihr diese Palatschinken habt, dass die Palatschinken auf dem Schlitz liegen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dass die Öffnung unten ist. Jetzt hat. So, jetzt geben wir unser Gemisch über unsere Palatschinken. Lecker. Das kommt jetzt auf 200 Grad für circa 20 bis 25 Minuten. Und dann sehen wir uns wieder zum Verkosten. So, meine Hübschen, sie sind fertig. Also es waren exakt 25 Minuten drinnen. Jetzt einfach mit ein bisschen Puderzucker noch drüber und dann probieren wir das Ganze mal. Heiß, heiß, heiß. Aber der Frischkäse
die Bananen. Bananen. Und der Erdbeeren. Die Erdbeermarmelade kommt super durch. Mit dem Puderzucker. Echt super. Ich würde es aber euch empfehlen, ein bisschen abkühlen zu lassen. Ich habe mir gerade die Zunge verbrennt. Und es tut sau weh. Okay. Das war's wieder von mir für euch für heute. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kurz, knapp war's heute. Aber schön, ne? Und einen ganz fetten Anikus. Tschüss.